So Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats zu einem kleinen Ostermontagsabends-Fun-Video. Wir haben es jetzt gerade, schaut mir hier drauf, fast 8:30. Ich habe jetzt plötzlich Hunger gekriegt, habe aber nur noch meine Epa fertig gerichtet daheim. Bin jetzt auch zu faul, die mir in einem Topf warm zu machen. Und jetzt wäre ich hier, seitdem ich seit neuestem Epa und Esbit süchtig bin, mir das hier einfach mitten in der Küche mit dem Esbit-Kocher zubereiten. Ins Bild kann ich heute leider nicht mehr treten, weil ich auch schon wieder größte Asoziale. Erstens mal trage ich einen Leoparden-Bademantel und bin barfuß. Und ja, meine Haarpracht ist etwas durch den Wind. Ja, hier drinnen scheint es deutlich schneller zu gehen wie im Freien, muss ich sagen. Außerdem riecht es ja gleich gut in der Küche hier drinnen. Hoffen wir, dass der Rauchmelder nicht angeht. Oh, das ist sehr heiß. So Leute, aufgrund der fehlenden Windbeeinträchtigung geht es daherin natürlich um einiges schneller wie draußen. Ehrlich gesagt riecht es ja schon ein bisschen verbrannt. Mal schauen, ob es jetzt auch angebrannt ist. Das Ding ist auf alle Fälle so heiß, dass es nicht einmal anfassen kann. Naja, es geht noch. Ich glaube, hier in der Mitte ist es ein bisschen reinbrannt. Ja. Hier sieht man es, aber man kann es auf alle Fälle noch essen. Ein schönes Kerzenlicht habe ich auch gleich noch hier beim Essen. Fast wie im 5-Sterne-Restaurant. Geil. Habe ja schon gesagt, Gulaschtopf und Mexiko-Hacksteaks gehören bis jetzt zu meinen Lieblingssorten. So Leute, der Selbstversuch ist beendet. Ein Epa schmeckt auch in der heimischen Küche sehr gut. Und ja, mein niveauvolles Licht ist hier auch gleich aus, genauso wie das kurze Video. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf einer richtigen Tour. Bis dahin, macht's gut. Ciao.